Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die absolut happy ist. Ich glaube, sie ist richtig ready für diese Aufnahme. Und Jeremy sitzt hier hinten vorm Fernseher. Wir sind immer noch dabei, dass wir ein bisschen Geld zusammenkratzen. Deswegen ist Hustlen angesagt, ne? Was, wenn sie ein neues Modetipps-Video macht? Weil sie hat doch jetzt so ein paar neue Sachen und so. Und du musst weiter auch arbeiten, aber du darfst auch erst was essen. Weil Jeremy hat beim letzten Mal einen neuen Job angenommen. Nein, das machen wir jetzt hier nicht. Auf jeden Fall ist er Freelance-Programmierer. Und auch wenn er jetzt noch nicht der krasseste Programmierer ist, ich denke, auf Dauer kann man da auch ganz gut Geld mit verdienen. Und gerade brauchen wir ja jetzt eh jeden Cent, einfach nur damit wir dann endlich umziehen können. Weil mein Plan ist, dass wir zuerst umziehen und danach erst heiraten. Mal schauen, ob sich das so ergeben wird. Oder halt auch nicht. Ja, so sieht das übrigens aus, wenn man hackt, Leute. Also ist doch klar. Die Hacker, das sieht immer so aus. Die Tantiemen werden uns so heftig halt helfen, ne, mit dem Geld. Es ist einfach schön. Aber ich meine, die Frau hat sich das auch verdient. Spieglein, Spieglein an der Wand. Bin ich arrogant? Ich entschuldige mich für das, was hier gerade passiert ist. Die Frau möchte nicht schneiden, weil sie schon wieder sauer ist. Mann. Celeste hat eine Essensschlacht veranstaltet. Sie sollte definitiv aufräumen. Das ist nicht in Ordnung. Vielleicht sollten wir ihre Ängste mal ein bisschen bekämpfen. Dafür muss sie, glaube ich, einen Wunsch erfüllen, ja? Macht sie jetzt gerade auch. Und dann müssen wir darüber reden. Das kriegen wir doch wohl hin, oder? Sie ist auf jeden Fall nicht mehr sauer. Das heißt, sie kann jetzt wohl hoffentlich gleich schneiden. Aber wir haben gerade Besuch bekommen. Look at her! Es ist einfach Luna. Wie gesagt, ich habe denen halt ein kleines Umstyling gegeben. Sophia auch. Die sind so süß. Es ist mir aber auch sehr schwer gefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber sie ist so schön. Irgendwie läuft das Spiel gerade nicht ganz so rund. Aber es kann natürlich auch daran liegen, bei mir kam das Update jetzt halt gerade erst. Weil jedes Mal, wenn ich auf sie drücke, dann dauert das 10 Jahre, bis sich das Menü öffnet. Und richtig oft resetten die Sims sich jetzt einfach automatisch. Mal schauen, inwiefern uns das jetzt in irgendeiner Form beeinträchtigt. Guck mal, die haben sich jetzt nach der Interaktion direkt resettet. What is happening? Oh, Jeremy ist schon fertig, oder was? Yo, dann kann er seinen Bericht schreiben. Die wird nicht getrollt. Aber ich finde, ich habe ganz gut getroffen, dass sie jetzt halt einfach ein bisschen älter aussieht. Suddenly holt sie ihre Actionfigur raus. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt genau das ist, was jetzt das Älterwerden beschreibt. Aber es ist schon in Ordnung. Oh, Luna möchte mit Jeremy reden. Süß. Hä? Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, werden die resettet. Das ist absolut schrecklich. Aber es hat funktioniert und wir haben Geld bekommen. Also soll es mir egal sein. Wieso kann ich nur Techtelmechteln? Ich möchte duschen. Dann nimm halt ein Bad. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich vielleicht irgendwie noch eine Mod nicht geupdatet habe oder so. Aber die ganzen großen und wichtigen Mods, die haben halt schon ein Update erhalten, die ich habe. Ja, man weiß es nicht so genau, was jetzt das Problem ist. Wieso wollt ihr mal alle trollen? Hört auf. Celeste möchte Aaliyah einladen. Süß. Darf sie gerne machen. Sie ist gelangweilt. Hi, Girl. Wie geht's? Finde ich realistisch. Okay, bei denen wird nichts abgebrochen. Immerhin, dann können wir diese Verbindung auf jeden Fall verbessern. Oh, ihr könnt ja süß sein und zusammen spielen. Warum geht das nicht zusammen? Ach, weil sie schon da dran geht vielleicht? I don't know. Und du lädst dein Video jetzt noch hoch. Ich wäre so gern wieder für einen Preis nominiert. Jeremy, weiß ich jetzt dich. Erziehungsforen durchsuchen. Okay. Ich finde es schön, dass sie auch nur in Dusche singen kann oder ein Techtelmechtel haben. Also ist einfach toll. Könnt ihr euch ein bisschen lieb haben? Ihr könnt nur kuscheln, flirten. Was ist mit diesem Spiel? Und dann werden direkt zurückgesetzt. Komischerweise, wenn ich jetzt halt so durch die Broken Mod Liste gucke, ist da nichts, was irgendwie Probleme machen sollte. Naja, dann müssen wir jetzt einfach heute mal damit leben. Muss ich mich vielleicht nachher nochmal irgendwie ein bisschen durchschauen, weil die können halt nichts machen. Naja, immerhin die Kinder funktionieren, oder? Celeste ist jetzt wählerisch beim Essen. Wisst ihr was, ich muss jetzt eh gerade mal kurz eine Pause machen, weil ich pipi muss, haha. Da kann ich auch einmal kurz alle Mods, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie fix sind, die schmeiße ich einfach mal raus und dann gucken wir gleich einfach mal, ob es vielleicht damit funktioniert. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben und es hat einfach trotzdem nichts gebracht. Schade. Hey, ich habe es gefixt. Anscheinend lag es am MC Command Center. Hoppala. Ich hätte schwören können, ich habe es schon geupdatet gehabt, aber anscheinend habe ich es nicht getan. Naja, jetzt ist wieder alles tutti. So, sie würde jetzt auch gerne über Beziehungsängste reden. Dann soll sie das doch einfach mal machen. Amaya muss arbeiten. Ein Schritt nach dem anderen. Oh. Und ihr lacht euch hier tot. Es ist einfach süß. Also ich mache mir langsam Sorgen, ne? Wenn du hysterisch wirst, ich möchte nicht, dass schlimme Dinge passieren. 4 Stunden Fahrrad fahren soll sie? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Sie ist doch jetzt sowieso so eine Fahrradfahrmausi. Natürlich geht die Spülmaschine kaputt.
Sie sind gute Freunde geworden. Süß. Dann werden jetzt die Hausaufgaben noch gemacht. Das ist uns natürlich sehr wichtig. Zwar schon Einserschülerin, aber sie kann ruhig die Beste der Besten sein. Er hilft ihr jetzt auch noch. Süß. Das ist die Family Dynamic, die ich möchte. Ich glaube, Jeremy wäre halt aber die Art von Person, die sagen würde, ja, dann spiel halt mit was anderem. Ich glaube, dass die sich da ein bisschen unterscheiden. Amaya würde wahrscheinlich einfach sagen, ja, such weiter, weil wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wo das sein kann, zum einen. Und zum anderen kommt sie jetzt ja auch aus einer Zeit, wo sie ja sehr nachhaltig leben mussten. Jeremy kommt ja auch aus einem relativ reichen Haushalt. Und ich glaube, dass er dann einfach sagen würde, ja, dann spiel halt mit was anderem. Also, der kann sich, glaube ich, da nicht so reinfühlen. Gehaltserhöhung bekommen! Let's go! Diese Queen einfach, ne? Also, wenn ich dieses Outfit sehe. Also, wie kann man Amaya nicht toll finden? Wirklich. Die Frau ist der Hammer. So, du gehst jetzt schlafen. Und ihr zwei Mäuse könnt ja nochmal eine gute Zeit haben. Ich meine, seine Love Language ist halt auch Techtelmechtel. Also von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann halt sagt, okay, ich möchte dich jetzt lieb haben. Deswegen zeige ich dir das, indem wir halt ein bisschen Spaß in der Backen haben. Gute Nacht, Welt. Celeste hat sich schon fertig gemacht für den Morgen. Amaya kommt quasi hinterher. Amaya macht jetzt noch ein bisschen Frühstück. Warte doch einfach ab, bis deine Verlobte hier fertig ist. Koch doch mit ihr mit. Auch wenn du keinen Spaß am Kochen hast. Aber sie wird sich freuen. Lecki, lecki. Jetzt setzten sie sich auch nicht mehr permanent zurück. Das ist doch auch toll. Du bist auch bereit für einen neuen Auftrag, würde ich sagen. Verschlüsselungsexperte finde ich gut. Auch wenn es halt nicht so viel bringt. Das ist natürlich hier die beste Bezahlung und so. Aber ich finde immer, es muss auch irgendwie so ein bisschen dazu passen, weil er hat jetzt gerade erst angefangen zu programmieren und so. Wenn man halt immer so die ganze Zeit so hohe Sachen macht, ist es irgendwie unrealistisch. Oh, mit Luna sind die jetzt romantisch in der roten Leiste sogar. Okay, dann verkaufen wir unsere Blümchen. Es ist zwar bewölkt, aber es ist ziemlich warm. Deswegen kann man, denke ich, ganz gut joggen gehen. Let's go! Mit ihrem neuen Outfit. Ich lieb's ja so. Nur weil sie fame ist, wollen die Leute jetzt alle irgendwie, dass sie in deren Job kommt. Nein! Wir sind zufrieden als Selbstständige. Unser Nebenjob ist vielleicht nicht unbedingt das, wovon wir träumen. Aber es gibt uns ein bisschen Sicherheit. Oh, der Kunde ist unverschämt. Ich sehe schon. Was willst du machen? Gehört halt irgendwie auch dazu, ne? Hallo, wer ist denn hier? Wie schön, dass du hier bist. Mutti, wir setzen uns aber nicht nebeneinander. Das wäre jetzt hier, das wäre zu schön. Oh, ich liebe es aber einfach so, dass wir jetzt wieder gut mit denen sind, ne? Es macht einfach so viel aus. Das Klo ist schon wieder kaputt. Wow. Jeremy hat Level 3 der Programmierfähigkeit erreicht. Sehr schön. Und dann bei der Verschlüsselung ist irgendwas schiefgelaufen. Die Datei ist beschädigt. Oh. Ja, boy, dann versuch's vielleicht einfach nochmal. Ihr könnt euch ja vielleicht zusammen einen Film angucken. Hinsetzen ist nicht. Celeste, welcome back. Ja, bei dem Wetter ist Fahrradfahren auch nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Wenn Elaine jetzt eh schon hier ist, dann fände ich es jetzt richtig süß, wenn Amaya und Jeremy einfach mal auf ein Date gehen würden. Weil das ist jetzt schon ziemlich lange her, dass sie halt wirklich so Zeit für sich hatten, sag ich mal. Außerhalb von zu Hause. Und es gehört halt einfach irgendwie zu einer gesunden Beziehung dazu, dass man auch mal Zeit dann für sich hat. Wir kennen uns schon. Romantisch sein, auf jeden Fall freundlich sein. Körperliche Nähe gerne. In Erinnerung schwelgen, süß. Fühle ich bei denen halt, weil die sind ja auch schon eine Weile zusammen. Ich mache hier mal noch Getränke hinzu, dann können wir nämlich einfach mal so in eine Bar gehen. Alle Getränke zum halben Preis, ja, let's go. Dann bestellt euch mal was, ihr zwei Süßen. Und der Typ hat gar keinen Bock auf diese Musik, die hier läuft. Ih, was ist denn mit seinem Outfit los? Wenn man rauszoomt, dann scheint das so. Ihhh. Bob Pancakes sitzt hier und denkt sich so, yo. Können wir vielleicht andere Musik hören? Amaya findet das nämlich auch nicht so geil. Ah ja. Cool. Danke, Christopher. Oh, Amaya muss arbeiten eigentlich. Nimmt sie sich halt heute mal frei. Oh, Elaine denkt sich so, ich bin jetzt auch hier. Ich dachte, du passt auf deine Enkeltochter auf. Aber nein. Vielleicht sollte sie ihr Date zu sich nach Hause einladen. Nee, wir bleiben hier. Wir sind jetzt endlich mal draußen. Nicht zu Hause. Ich liebe euch einfach so, ne? Wirklich. Ja, Sternenhimmel beobachten ist hier ein bisschen schwierig. Ach, Mizuki ist auch hier. Moin. Aber es ist halt gerade sehr regnerisch. Die haben sich einfach beide gerade von sich aus hier hingesetzt. Ne, ich kann nicht mehr. Die macht mich einfach glücklich. Aber komischerweise ist das jetzt nicht mehr so mit, dass das so komisch glänzt. Was ist da denn schiefgelaufen eben? Ihr seid einfach Mäuse. Mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Ist einfach schön mit euch. Er hat gerade auch seine Angst besiegt. Ja, sie entwickeln sich so viel weiter. Judith Ward so. Hi!
Scholz, meine ich natürlich. Das war natürlich eine tolle Verabredung. Wie soll es auch anders sein? Wieso ist Amaya nackt? Ist auch egal. Ich würde an der Stelle nämlich den Part beenden. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Geld eingenommen. Das ist sehr wichtig. Wir haben auf jeden Fall daran gearbeitet, auch voranzukommen dahingehend. Und außerdem haben wir unsere romantische Zufriedenheit gesteigert, was auch sehr wichtig ist. Ansonsten vielleicht ein eher belangloser Part, aber es gehört doch einfach mal dazu. Mir hat das nämlich trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie immer, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!